In einem Stromkreis von 230 Volt sind zwei Widerstände von 15 Ohm und von 25 Ohm parallel geschaltet. Berechne den Gesamtwiderstand und die Stromstärken im Plural. Die Situation ist also diese. Wir haben diese zwei Widerstände R1 und R2, die parallel geschaltet sind, und demzufolge haben wir diese drei Formeln von Kirchhoff zur Verfügung, sowie auch das Ohmsche Gesetz, das in jedem Stromkreis gilt. Aber beginnen wir mit den Angaben. Die Spannung U beträgt 230 Volt. Der Widerstand R1 beträgt 15 Ohm und der Widerstand R2 beträgt 25 Ohm. Gefragt werden der Gesamtwiderstand R, den wir in Ohm ausdrücken, die Gesamtstromstärke I, die wir in Ampere ausdrücken, so wie die zwei Teilstromstärken I1 und I2, die wir jeweils in Ampere ausdrücken. Beginnen wir mit dem Gesamtwiderstand R. Dazu haben wir diese Formel von Kirchhoff. In dieser Formel ersetzen wir R1 durch 15 und R2 durch 25, also so. Und um diese zwei Brüche zu addieren, machen wir sie gleichnamig. Der gemeinsame Nenner ist 75, also in dem Bruch wird oben und unten mit 5 multipliziert und in dem Bruch wird oben und unten mit 3 multipliziert. So erhalten wir als Kehrwert vom Gesamtwiderstand R 8/75. Also ist R geteilt durch 1 gleich zu 75 geteilt durch 8, so. Und 75 Achtel, das ergibt 9,375. Der Gesamtwiderstand R beträgt also 9,375 Ohm und das ist eine erste Endantwort, die wir hier festhalten. Jetzt suchen wir I. Wir kennen U und mittlerweile kennen wir auch R. Also bietet das Ohmsche Gesetz sich hier an. Da U R mal I ist, muss I U geteilt durch R sein. Wir ersetzen U durch 230 und R durch 9,375. So. Und dieser Bruch ergibt ungefähr 24,53 Ampere. Die Gesamtstromstärke I beträgt also 24,53 Ampere und das ist die zweite Endantwort, die wir hier festhalten. Für I1 und I2 können wir genau dasselbe machen. Wir setzen jeweils das Ohmsche Gesetz ein. Fangen wir an mit I1. U gleich R1 mal I1, also ist I1 U geteilt durch R1, das heißt 230 geteilt durch 15. Und das macht ungefähr 15,33. Die Teilstromstärke I1 beträgt also ungefähr 15,33 Ampere und das ist unsere dritte Endantwort, die wir hier festhalten. Jetzt machen wir noch dasselbe für I2. U gleich R2 mal I2, also ist I2 U auf R2, das heißt 230 auf 25 und das ergibt 9,2. Die letzte Endantwort lautet also, die Teilstromstärke I2 beträgt 9,2 Ampere. Der Auftrag ist erledigt, aber wir können hier einen kleinen Test machen, denn laut Kirchhoff muss die Gesamtstromstärke gleich sein zur Summe der zwei Teilstromstärken. Also I1 plus I2 muss I ergeben.
Diese Zahl plus diese Zahl ergibt effektiv diese Zahl.